Die perfekten individuellen Comicfiguren finden? Gar nicht mal so einfach. Heute gibt's 3 Tipps, wie ihr euren Zeichenstil optimieren könnt. Erstens, wozu braucht ihr die Figuren? Wollt ihr einen Comic oder einen Manga zeichnen oder eher ein einzelnes Bild? Oder entwickelt ihr etwas völlig Eigenes? Wie viel Zeit habt ihr? Gerade so viel, um eher undetailliert Comic-Panels zu zeichnen? Oder könnt ihr ein richtiges, voll detailliertes Porträt anfertigen? Für Einsteiger ist es am besten, mit kleinen Comics anzufangen, die ungefähr der Länge von Zeitungscomics entsprechen. Wenn ihr das gut könnt, könnt ihr euch ja langsam steigern. Zweitens, das Aussehen. Zunächst müsst ihr euch entscheiden, was die Figuren ausmacht. Haben sie sehr große Augen, wie beispielsweise in einem Manga? Sind es ihre spitzen Nasen, die sie auszeichnen? Man sagt ja immer, der Kopf einer Figur muss 8-mal in den Körper hineinpassen. Aber beim Comiczeichnen sind der Größe der Proportionen keine Grenzen gesetzt. Meist sind es die abstrakten und lustig aussehenden Figuren, die besonders viel Aufmerksamkeit erregen. Drittens, die Eigenschaften. Wie drückt ihr die Eigenschaften der Figuren aus? Soll eine Figur zum Beispiel verwundert aussehen, macht ihr dann ein fragendes Gesicht oder eher ein großes Fragezeichen über dem Kopf oder beides? Am besten, ihr entscheidet euch für eine Art, Gefühle auszudrücken. Macht einfach möglichst viel Drama, denn Atmosphäre ist alles und regt den Betrachter eurer Bilder vielleicht dazu an, sich mehr Zeichnungen von euch anzusehen. Indem ihr viel herumprobiert, findet ihr schnell euren individuellen Stil. Und das war's dann auch schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Was macht ihr eigentlich am liebsten? Zeichnet ihr Comics? Macht ihr Porträts oder vielleicht sogar Graffiti? Oben rechts könnt ihr an einer Umfrage teilnehmen. Wenn ihr keine Geheimtipps mehr verpassen wollt und neugierig auf neue Zeichenstile seid, dann abonniert hier rechts den Kanal. Danke fürs Zuschauen und ciao!